unterwegs, Netze stecken für die Schafe, dass sie ein neues Stück kriegen. Also praktisch fangen wir jetzt wieder von vorne an. Ist halt die Zeit ran. Also auf dem Stück, wo sie jetzt gerade sind, da könnten sie eigentlich noch weiter gesteckt werden. Das Problem ist aber, dass das alles nur noch so ein altes, überbeständiges Futter ist. Und da wir davon ausgehen, dass halt jetzt schon ein Großteil der Herde tragend ist, wollen wir natürlich auch, dass die weiterhin bestens versorgt sind. Und deswegen gibt es jetzt weiterhin frisches Grünes. Und nicht mehr dieses Überbeständige, was sie da jetzt haben. Das sind jetzt noch 1,5 Hektar, dann wäre halt alles weg, was erster Schnitt wäre sozusagen. Oder beziehungsweise erster Aufwuchs. Das mulchen wir dann runter. Und die Schafe fangen dann halt praktisch jetzt wieder vorne an. Ja, und zum Thema Fendt, da wollte ich mich auch nochmal äußern. Und zwar, das Ganze ist eine Vorführung, ja. Ich habe den Schlepper halt bekommen, weil ich sehr dran interessiert bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt einfach nur mal fahren will und da Bock drauf habe. Also klar, habe ich auch, aber das geht ja wirklich darum, dass wir definitiv was machen wollen, was Schlepper angeht. Da gibt es halt viele verschiedene Varianten, wo wir jetzt praktisch das Beste für uns raussuchen müssen, wo wir sagen können, okay, das passt. Mein Favorit wäre natürlich, einen größeren Schlepper zu nehmen, weil mir halt gerade im Jahr, wo ein bisschen mehr wächst, der 5R halt zu schwach ist. Also die letzten 3 Jahre, da ging das natürlich super, weil war immer nicht so richtig viel auf den Wiesen drauf. Da hat er auch nicht wirklich was zu tun gehabt. Aber dieses Jahr ist es so, dass der halt nicht gequält wurde, aber an die Grenzen gekommen ist. Und um da einfach noch effektiver zu sein und auch mehr Schlagkraft vorweisen zu können, wäre es natürlich sinnvoll, gerade ES-mäßig ein bisschen aufzurüsten. Und dann, was noch so ein Punkt ist, die Baugröße. Weil mit der Baugröße steigt dann auch später die Kühlleistung von dem Motor. Und das ist natürlich, wenn du Heu machst, extrem wichtig, weil durch diese ganzen Pollen und alles setzt sich das alles sehr schnell zu. Und man hat dann Probleme, dass der Motor warm wird. Und das führt natürlich auf lange Sicht auch zu Schäden. Deshalb, die werden alle sauer gemacht. Beim Mähen mache ich den 5000er hier bestimmt alle 4 Stunden oder alle 3 Stunden muss ich den auspusten. Und das sind halt Sachen, ja, das kostet alles Zeit. Du musst jedes Mal zum Hof zurückfahren, weil er hat zwar Druckluft dran, aber ich kann ja nicht den Kühler ausblasen und den Motor laufen lassen. Das funktioniert nicht. Das ist alles scheiße. Moin Leute. Ah, ihr seid ja da. Genau. Ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Und zwar ja, so eine Halterung für die Scheibe, die ein bisschen was ab kann, weil das originale Ding, was man so irgendwie zu kaufen bekommt bei GoPro, das ist nicht das Wahre. Ich habe jetzt eine etwas massivere Variante gewählt und das ist eigentlich aus dem Grund, weil ich eigentlich das doof finde, dass es immer hier auf der Seite ist, weil dann seht ihr immer nur hier den Beifahrersitz. Und so könnt ihr jetzt sehen, was ich hier mit meinen Händen praktisch an der Gangschaltung mache oder an den Steuergeräten. An der Hubwerk sieht man vielleicht nicht ganz so gut, weil mein Bein davor ist. Aber grundsätzlich finde ich die Variante dort oben schon mal deutlich besser. Wir müssen jetzt nur gucken, ob das irgendwie verwackelt ist oder nicht. Weil der Halter, der sieht halt ein bisschen komisch aus. Ich kann das ja nochmal filmen, wie das dann bei mir in der Kabine aussieht, wenn diese Halter irgendwo angebracht sind. Und dann, um noch bessere Aufnahmen von außen machen zu können, beziehungsweise andere Positionen euch zeigen zu können, habe ich noch einen Halter gekauft, den man außen dran machen kann. Wir hatten sowas schon mal in der Art, wo wir mit der Astsäge gefahren sind. Ich weiß nicht, vielleicht die alle Videos bisher geguckt haben, die werden wissen, was für Aufnahmen ich da meine. Da haben wir draußen praktisch am
ja, eine Aufstiegshilfe, die Kamera befestigt. Und aber das war alles so, da musstest du viel schrauben, also das hat immer ziemlich viel Zeit gekostet. Und dann war ziemlich fummelig und dann ist irgendwas runtergefallen und dann hast du es verloren und dann hast du es im hohen Gras nicht wiedergefunden. Deswegen ist das Ding auch leider ja, nicht mehr aktuell, beziehungsweise wird nicht mehr verwendet von uns. Und wir haben jetzt oder beziehungsweise habe ich mir da jetzt auch was anderes besorgt. Das wird da so auch zwar geschraubt, aber ist auf einer Seite offen, dann schiebt man das drauf und dann schraubt man es enger und dann ist da so ein Gummi und dann hält das auf jeden Fall. Das Teil ist richtig cool. Ich freue mich schon auf die Aufnahmen damit. Und ja, hier für die Kabine, wie gesagt, jetzt die Variante dort oben. Ich muss mal gucken, wie das dann aussieht. Vielleicht muss man die Kamera noch ein bisschen drehen, dass ihr das hier ein bisschen besser sehen könnt. Und ja, jetzt geht es erstmal zum Mulchen. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Unsere Jährlinge und die haben praktisch da hinten schon abgeerntet, also abgegrast. Und die Seite hier, die haben wir ein bisschen später gemäht als da drüben. Und deswegen, kannst du ja mal die Kamera rumschwenken hier, ist das hier noch nicht so dolle aufgewachsen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier gestriegelt und Grassaat ausgebracht. Und ich will jetzt die Schafe hier einmal draufsetzen, weil ich dann die Hoffnung habe, dass sie vielleicht dann dass so ein bisschen die Saat so ein bisschen antrampeln und das ist einfach mal so ein Versuch. Das ist kein großes Stück hier, das sind, ist ein halber Hektar. Und ja, Versuch macht klug. Also versuchen wir jetzt die Schafe hier einmal rüber zu treiben und dann stecken wir den Zaun noch ein bisschen anders. Und dann sollte das klappen. Mensch, geht weg. Oh, ihr seid auf die neue Wiese. Komm, weg, weg, weg. Ja, ist doch super. Ich kann nicht laufen, sonst ist die Aufnahme verwackelt. Das ist ein Action-Cam, ich glaube, die wird nicht verwackelt. Naja, schon angenehmer zu gucken. Das smooth Fernsehen. Oh. Ja,
umgelenkt. Hier so ein Helikopter. Hubschrauber-Einsatz. Macht er gut. Oh, ein Stein. Oh nein. Mein Scheiß. Oh. Also, war wirklich ein Stein. Guck mal, wie stark ich bin. Würde nicht in die Fläche. Ich nur weggekommen. Hey, der hängt. Kannst du doller ziehen. In dem Sinne, ihr merkt es ja, es wird langsam dunkel und wir haben so Samstag und ich bin Gott sei Dank ziemlich weit weg vom Ort, also das ist ja nicht gerade Ortslage. Ich bin jetzt auch fertig, wir haben gerade die Schafe fertig gemacht, das habt ihr ja gerade gesehen, wie wir den Zaun umgesteckt haben. Und ja, jetzt ist das Stück hier praktisch fertig, gemulcht. Sollte es morgen trocken bleiben, werden wir hier noch Grasart ausbringen und dann, das ist ja jetzt so der Versuch. Da drüben habe ich ja schon noch Grassaat ausgebracht. Das sollen die Schafe jetzt so ein bisschen antrampeln. Und hier werden wir das mal nicht machen. Also, oder hier gehen die Schafe halt nicht nochmal rüber. Die kommen dann praktisch hier eins gegenüber. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Fahren wir gleich nochmal lang. Augenblick. So. Also hier drüben könnt ihr ja sehen, da so, wo der Baum steht, da ist schon Elektronetz aufgestellt und da geht es für die Schafe oder für die Jährlingsherde als nächstes denn hin. Die sollen da jetzt, wo sie jetzt sind, so maximal eine Woche ausharren. Jetzt die Frontlader umbauen. Nicht, dass wir den Zaun hier, haben sie natürlich sehr nah an den Weg gesteckt. Sollten sie eigentlich nicht machen, aber naja gut. Ja, auf jeden Fall, das Stück sollen sie als nächstes bekommen. Da hinten, da ist die Kläranlage von unserem Ort. Und ja, praktisch hier ist jetzt das Stück, was wir gerade gemulcht haben. Und da vorne, da ist ja jetzt hier so eine Hecke, sage ich jetzt mal. Hier hinter sind dann die Schafe. Und ja, da ist halt nicht viel drauf, das seht ihr ja. Das ist nur ein bisschen grünes, da sollen sie jetzt ein bisschen runterknabbeln. Und ja, dann, wenn sie hier fertig sind, kommen sie halt hierher, sollen sie den Graben schön ausfressen, weil den Graben, ja, der wächst halt immer mehr zu und das ist halt nicht so schön. Wir wollen halt, dass das schön ordentlich wird. Ja. So, dann nehmen wir mal einen kleinen Blick zu den Tieren. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Das ist unsere Jährlingsherde. Gut, ich melde mich dann morgen wieder, sollte es losgehen mit Striegeln, dann werden wir mal auch da wieder versuchen, verschiedene Aufnahmen zu machen.
In dem Sinne, macht's gut, bis morgen. So, weiter geht's im 5R. Ich habe den Striegel dahinter. Wir wollen noch ein bisschen Grassaat ausbringen. Und ja, das hat einfach den Grund, ich hatte gestern schon erklärt, dass wir da so ein bisschen probieren wollen. Wir haben da ein Stück, was eigentlich zusammenhängend ist, wo wir jetzt aber das abgeteilt haben für die Jährlingstruppe von unseren Schafen. Und die trampelt ja gerade auf der einen Seite das, was ich schon nachgesät habe, fest, so in dem Sinne. Zumindest ist das der Plan. Ob das so funktioniert, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite haben sie ja jetzt schon kahl gefressen. Und dort bringe ich jetzt die Saat rein und ich will ganz einfach mal gucken, wo jetzt der Unterschied dabei ist. Dadurch, dass dort auch etliche Maulwurfshügel sind, sieht man das eigentlich relativ gut, wie das dann im Endeffekt geklappt hat. Und ich bin der Meinung, dass die Tiere auf dem Stück, wo sie jetzt sind, dass dort am besten wächst, weil die Grassaat liegt jetzt schon eine Woche dort, sie hat Feuchtigkeit gezogen, sie hat Wärme bekommen, sie wird wahrscheinlich schon keimen, also zumindest so einigermaßen am Keimen sein. Das wird bedeuten, dass sie auch schon genug Licht bekommen hat und jetzt kommt praktisch das Schaf, tritt das nochmal ein bisschen am Boden ran, damit auch die Wurzel gut fassen kann. Und gleichzeitig frisst das Schaf aber auch ringsherum die Pflanzen ab. Was bedeutet, dass diese neue Pflanze, die dort jetzt schon eigentlich am Kommen ist, die eigentlich perfekte Bedingungen vorgefunden hat, weil es ist Wärme da, es ist Feuchtigkeit da, die kann jetzt am besten halt wachsen. Natürlich viel, viel schöner wäre gewesen, ich hätte dort gestriegelt auf der einen Fläche, hätte die Schafe dort drauf gebracht und am selben Tag noch auf der anderen Fläche gestriegelt und die Saat drauf gebracht. Dann wäre dieser Test wahrscheinlich noch ein bisschen repräsentativer für das, was wir da überhaupt vorhaben. Aber ich denke mal, dass ich glaube, also eine Woche war es jetzt nicht, ich glaube 4 Tage oder 5 Tage, was die andere Saat Vorsprung hat. Da war, ja, die ersten 2 Tage war komplett nur Sonne, da war auch kein Tau oder sowas. Das bedeutet, da war sowieso keine Flüssigkeit, also im Endeffekt hat die Saat jetzt 3 Tage Vorsprung. Ja, mal sehen, was passiert. Dafür kann die andere Saat jetzt natürlich auch aus dem Vollen schöpfen, weil es ja schon kahl ist. Wir haben gestern gemulcht. So ein ganz Müh bedecken wird es dann ja auch, weil wir ja praktisch ja, den Mulch, der da jetzt noch drauf liegt, also das, was kleingeschlagen wurde vom Mulcher, das liegt da ja und das wird ja jetzt alles so ein bisschen vermischt und untergemischt. Das hält ein bisschen mehr Feuchtigkeit als jetzt auf der anderen Fläche. Lassen wir uns überraschen. Ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Wir können uns das gleich auch nochmal auf der Wiese angucken und dann mal schauen.
also das Stück ist fertig. Ja, ihr habt es ja gesehen, so ein bisschen hat sich das geschoben, sag ich jetzt mal. So ein bisschen das, was wir gestern gemulcht haben. Ja, so richtig optimal war es nicht, gerade hier in dem Bereich hier vorne. Man kann es ja sehen, hier so ist diese Grenze. Hier war auch der Zaun. Die Tiere haben das Stück in drei Abteilen bekommen. Wir haben immer nur dazu gesteckt, aber halt nicht das alte weggenommen. Und so haben sie hier hinten halt deutlich besser abgefressen, als ja, hier, was sie zum Schluss bekommen haben. Und ja, das, was halt schön ist, ist halt der ganze Mist vom ersten Mal abhüten dieses Jahr. Das ist auch schon so ein bisschen wieder mit hochgekommen, ein bisschen aufgelockert, ein bisschen besser verteilt. Und dann hier kann man gut sehen, alles am Moos weg. Der Boden ist gut bedeckt, Saat ist auch da. Also ich bin jetzt hier mit 8 Kilo auf den Hektar gefahren. Ist ja nicht die Welt, gerade für die Art und Weise von Nasaat. Aber wir haben dieses Jahr hier schon einmal 10 Kilo drauf gefahren im Frühjahr. Und wir werden nächsten Frühjahr nochmal 8 Kilo drauf fahren. Ich denke mal, dann haben wir hier so das Gröbste weg, gerade an Lücken, wo man es halt gut erkennen kann, wo jetzt die Schafe nicht so intensiv drauf waren. Hier so, da sind natürlich kaum noch Lücken drin. Das Einzige, was halt hier noch nicht gut ist, sind die Gräser. Wir haben viele Gräser, die ich eigentlich gar nicht hier drin haben möchte. Aber gut, das kriegen wir nur durch Nachsaat weg. Der nächste Schritt ist, ich bin am Überlegen, weil es jetzt auch an die Planung geht für die nächsten Jahre, ob wir uns nicht eine Schlitzdrille kaufen. Und da ist mir halt vom Vedro das Gerät immer sehr gut aufgefallen, beziehungsweise ja, scheint das echt zu funktionieren und auch auf unseren Böden hier. Ich hätte ja eigentlich gedacht, naja gut, wenn man sowas hat, muss man viel im Lohn fahren. Aber ja, ich meine, momentan machen wir es ja auch, bis halt nur nicht ganz so schnell, aber kostet halt auch ein paar Mark mehr. Ist aber auch halt genauer als das, was wir jetzt machen. Und die Saat ist sehr teuer. Ich denke mal, in Zukunft wird es darauf hinauslaufen, dass viele sowas verlangen werden. Im Lohn halt, denke ich mal, weil ja, so eine Maschine ist halt auch relativ teuer und lohnt sich halt erst ab einer gewissen Hektarzahl. Und ja, für unsere Hektarzahl würde sich das schon fast lohnen. Wenn wir noch ein bisschen im Lohn fahren, dann sollte das funktionieren. So, ich werde zurück zum Hof und dann ist auch Sonntag für heute. Viel mehr passiert jetzt nicht mehr. Also in dem Sinne. So, wie man im Hintergrund erkennen kann, dort sind die Schafe. Und ja, hier das Stück hier vorne, das sollen sie jetzt noch dazu bekommen, beziehungsweise ich will sie praktisch dort wegnehmen, sie hier rüber treiben. Und dann können sie hier weiter fressen. Morgen, wenn alles richtig läuft und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der Klauenausschneider. Das ist so eine Sache, die klärt mein Bruder eigentlich. Der hat sich da mit dem Thema beschäftigt, der hat da Zeit, der macht das. Und ja, wie gesagt, morgen in der Klauenschneider. Ich stecke jetzt erstmal hier, dass sie ein neues Feld kriegen. Weil da drüben könnt ihr ja selber auch schon erkennen, den Unterschied zu hier und zu da. Das ist halt ja, abgeerntet, sage ich jetzt mal. Also sie werden jetzt nicht verhungern bis morgen, aber wir wollen ja auch nicht, dass sie die Wurzeln oder so freilegen. Also praktisch das richtig runterknabbeln. Da muss ja nicht sein. Deswegen, ja, Zaun stecken. Das habt ihr, glaube ich, auf dem Stück hier auch schon gesehen. Da habe ich euch mal mitgenommen. Und wenn ich die Tiere gleich umlasse, dann wollen wir mal gucken, dass wir euch da auch nochmal irgendwie an der Seite gestellt bekommen, dass er da auch nochmal einen kleinen Einblick von bekommt. Ja, so ist es. So, dann wollen wir nochmal schnell Strom anmachen. Ich hoffe, das geht hier so mit dem Wind. Ist halt, ja, nordisches Wetter. Obwohl es ist relativ warm, also ich brauche keine Jacke oder so. Ziemlich warmer Föhn. So, mal gucken. Ja.
Das sieht gut aus. Können wir so lassen. So, dann noch die Fehler mitnehmen, sonst sind sie weg. Sowas kriegt schnell Beine. Ja. Und dann hier schön alles abgefressen. Ja, auf jeden Fall sauber die Fläche. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob wir das hier nochmal mulchen sollten oder nicht. Es ist ja nach dem ersten Mal, wo wir hier waren, wurde es gemulcht. Ja, weiß nicht. Was meint ihr? Stehen lassen? Man muss aber jetzt, da die Spritpreise immer mehr anziehen, halt auch mal genauer gucken, was man macht, ja. Also wirklich notwendig ist es nicht. Normalerweise, also früher, wo der Diesel noch 1 Euro gekostet hat, da hätte ich gesagt, naja, dann runter damit, dass es gleichmäßig ist. Aber die Wiese geht jetzt sowieso im Winter. Vielleicht striegeln wir nochmal drüber. Geht schneller, ist kostengünstiger. Ja. So ist es. Gut, ich muss zur Arbeit. Dann sehen wir uns eventuell morgen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Moin Leute. Ja, also hinter mir, da, das ist unser Klauenpflegestand für die Schafe. Und hier, das ist unser Kral. Da fangen wir praktisch die ganzen Tiere ein. Und ja, dann laufen die hier durch so einen schmalen Gang. Und da stand eben noch der Klauenpflegestand. Und dann werden die Klauen geschnitten. Und das haben wir gemacht, eben gerade. Wir haben heute Morgen um 8:30 sind wir in Gang gekommen. Jetzt ist 14:30. Haben wir alle Tiere durch. Und ja, hat echt gut geklappt. Wir holen uns da jetzt seit dem Frühjahr, seitdem wir sie rausgebracht haben, haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir einen Klauenpfleger holen. Jemand, der da echt Ahnung von hat und der auch wirklich weiß, was er da tut. Das ist ganz einfach, die Tiere, die Gesundheit fängt mit den Füßen an. Das ist ganz einfach so. Und unsere Füße waren in keinem guten Zustand. Das muss man ehrlich so zugeben. Und aus dem Grund habe ich mich halt auch dazu entschlossen, oder beziehungsweise haben wir uns entschlossen, mein Bruder, der hat das mehr oder weniger angeleiert, jemanden kommen zu lassen. Und ich kann euch da mal kurz was zeigen, weil der Typ ist echt gut drauf, der hat Ruhe, das ist das Allerwichtigste bei dieser ganzen Geschichte. Und vor allen Dingen geht er auch ruhig mit den Tieren um. Das ist nicht alles abgehetzt und kostenmäßig ist es auch in Ordnung. Das ist eine Sache, da will ich jetzt nicht vorgreifen, da müsst ihr einfach nachfragen, solltet ihr auch Interesse haben, eure Tiere gemacht zu haben. Auf jeden Fall blende ich das jetzt hier mal mit ein. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Einfach anrufen, solltet ihr Interesse haben. Ich würde dafür keine Werbung machen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt keinen Vorteil dadurch. Also bezahlen musste ich so oder so. Das ist nun mal so. Der Mann, der macht aber auch seine Arbeit wirklich gut und verdient sich sein Geld auch. Andere, ja, ich habe früher als Kind, sage ich jetzt mal, da hat mein Vater ab und zu auch Klauenpfleger kommen lassen. Und das, was man da teilweise gesehen hat, das ist so, wo du sagst, nee, dann machst du es lieber selber, weil die Tiere geschlagen wurden oder da irgendwie so dermaßen die Luft abgequetscht wurde. Ich meine, klar, man muss sie ein bisschen anpacken, damit sie ruhig bleiben und so. Das ist alles normal, aber die da so richtig quälen oder so, das muss ja nicht sein. Und wie gesagt, Martin, der macht das wirklich super. Wir sind mehr zufrieden und der wird auch in Zukunft definitiv bei uns kommen. Vielleicht sogar zum Scheren, weil Schuhe und all sowas, das macht er auch. Also falls ihr da Interesse habt, einfach die Nummer, die ihr gerade gesehen habt, da eintippen und dann bekommt ihr auf jeden Fall einen fähigen Clownschneider, einen fähigen Scherer. Das ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Also jemand, der sich auch mit den Tieren auskennt. Und dass Martin da echt Ahnung von hat, das merkt man auch, wenn man mit ihm darüber spricht und auch so Erfahrungswerte austauscht. Deswegen,
Ja, so viel zu dem. Gut. Ich fahre jetzt wieder zum Hof und denke, weil es relativ trocken ist jetzt, bringe ich noch die letzte Saat aus, die wir haben. Und dann ist das Thema für dieses Jahr auch abgeschlossen. Heute bringen wir Saat aus. Ich habe jetzt wieder meine DSV-Saat. Und zwar bringen wir da aus Rotschwinge, Knaubelgras, Weidegras, Festolium und Weißklee-Mix. Mit dem Weißklee, da habe ich bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht, aber am besten geht bei uns hier eigentlich Rotklee. Das Einzige ist, die Mischung, wie sie hier ist, die hat halt kein Rotklee. Ich habe eigentlich eine andere Mischung sonst, die ich auch gerne fahre, die auch sehr gut ist, wo auch wenig Weidegras drin ist, was mir eigentlich sehr wichtig ist, dass der Weidegrasanteil da nicht so hoch drin ist. Das Weidegras ist halt sehr dominant gegenüber anderen Gräsern. Und ich möchte so ein bisschen auch auf Masse gehen, sage ich jetzt mal. Das soll ja auch gerade für Pferde gut sein. Das bedeutet, wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu eiweißreich werden und so. Das ist dann wieder mit dem Klee so eine Sache, muss man sehen. Aber so momentan fahren wir eigentlich relativ gut mit den Grasmischungen und ich bin auch der Meinung, dass wir nächstes Jahr noch deutlich besser ernten werden als dieses Jahr. Alleine schon, weil das vom Jahr her besser passt und dann, weil diese ganzen nachgesäten Sachen halt jetzt wirklich ihre Wirkung zeigen. Das merkt man ganz klar. Also gerade was die Erträge angeht, wenn Wasser da ist, klar sind die Erträge besser, aber sie sind ja deutlich besser. Sie sind nicht nur ein bisschen, sie sind ja wirklich deutlich besser. Und das wollen wir halt auch langfristig so aufrechterhalten und dazu gehört dann halt auch die Nachsaat. Aber ich hatte vorher ja schon erwähnt, dass das mit der Schlitztrille so ein Thema ist. Es war sehr kostenintensiv in der Anschaffung, aber ich bin da immer mehr auf dem Pfad, dass wir in die Richtung gehen werden. Ich weiß nicht, vielleicht wenn irgendjemand von euch die Erfahrung mit den Vedro Schlitztrillen hat, ich glaube die heißt Vedro R, also eine pneumatische Sämaschine ist da mit dran. Das würde mich interessieren. Also wenn da von euch irgendeiner Erfahrung mit hat, kann er ja mal unten in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht sieht das ja auch ein Händler oder ein Vertreter. Ich wäre definitiv interessiert an sowas. Und würde ich gerne mal probieren oder beziehungsweise Feldkauf wäre auch möglich. Das sind so Sachen, muss man sehen. Gut, ich werde jetzt erstmal losfahren und praktisch jetzt den Tank leer fahren, sage ich jetzt mal, weil wir haben noch eine andere Mischung da, die wollen wir noch ausbringen und dann soll die auch wieder in Lohn gehen, also beziehungsweise vermietet werden. Ja, das ist so jetzt erstmal der Plan. Gut, wir sehen uns auf dem Feld. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder am Stiegeln. Wir wollen so ein bisschen die Feuchtigkeit, die jetzt immer wieder kommt, ausnutzen. Ist zwar nicht viel, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also morgens ist ja sowieso immer Tau. Und gestern hatten wir hier 6 Liter, beziehungsweise die Nacht über. Und ich denke mal, das wird dann relativ gut werden mit den Pflanzen.
beziehungsweise dass die Gasse, die wir jetzt hier ausbringen, dann auch aufläuft. Und ja, wir haben jetzt wieder meine DSV, oder nicht meine, sondern die DSV-Nachsaat drin. Das ist die 2013 oder 2213, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hoher Knaulgrasanteil, natürlich auch wieder Weidegras. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber das hast du eigentlich in fast jeder Mischung mit drin, das Weidegras. Ja. Ah, gut. So ist es eben. Gib alles! Weniger spektakulär als erwartet. Nicht mal durchgedreht hat er. So ein Trecker. Richtige Maschine. Einer Segel. Ja, den anderen. Ach, den da unten. Traumwegen. So, Tag nochmal mit dem richtigen Trecker beendet. Ja, hier stand mal von uns ein alter Zaun. Das ist aber pachtmäßig nicht mehr bei uns, sondern ja, beim anderen Landwirt. Und er hat das jetzt sozusagen untergepachtet oder wie auch immer. Und deswegen macht er jetzt hier wieder frei. Ja, der Zaun war eh hinüber. Ja, und da hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, da so, wo der Graben durchgeht, da war ich eben noch am Nachsehen. Eigentlich wollte ich hier bei ihm auch noch ein bisschen was drüber schmeißen, aber leider Saat alle. Müssen wir nochmal nachholen die nächsten Tage. Nochmal neue bestellen und dann, weil ich habe jetzt nichts mehr, bin blank, aber ist auch gut so, reicht hin. So, Feierabend. So, ich musste noch mal einschalten, weil ich bin gerade bei unserer Jungtierherde. Die habe ich auf ein neues Stück gebracht und einen Tag danach schon so ein Mist. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da hat jemand praktisch ja, seine Kartoffelschalen und Essensreste und also Mist hier zu den Schafen rübergeworfen. Ich verstehe nicht warum. Sehen die so abgemagert aus oder was? Das ist doch... Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Zumal die Tiere, ich meine, sie sind jetzt auch nicht rangegangen, weil sie es auch gar nicht kennen. Aber warum? Das ist doch... Leute, entsorgt euren Mist bei euch zu Hause. Schmeißt es in eine Biotonne oder was auch immer. Aber doch nicht bei mir auf die Felder. Oder bei irgendwen anders. Wir können unsere Tiere selber ernähren. Und wenn wir es nicht mehr können, dann müssen wir sie abschaffen. Aber... Da ist es nicht notwendig, dass irgendjemand von euch oder... Keine Ahnung, wer es war. Bestimmt keiner jetzt von denen, die hier zuschauen, aber ich weiß nicht, vielleicht ja, ist das Verständnis oder der Wille immer besser als das Ergebnis, aber ganz ehrlich, man könnte ja auch fragen. Ich meine, ich lebe ja hier im Ort, also zwar wohne ich jetzt nicht hier, aber ich bin jeden Tag hier, bin ständig bei den Tieren, ich gucke immer. Einfach fragen. Dann alles andere klärt sich dann von alleine. Auf jeden Fall, das ist Kacke. So, noch Platz machen für den Fiat.